Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin Jean-Claude für eifrig.ch. Ich zeige euch heute das Microsoft Surface Tablet. Das Microsoft Surface Tablet, das erste Tablet, welches Microsoft überhaupt herstellt und gleichzeitig auch das erste Tablet, welches mit Windows RT kommt. Windows RT, diese Version, diese Windows 8 Version, speziell für ARM-Tablets, die auf dem ARM-Chipsatz laufen. Das heißt eigentlich, diese Tablets, die ja bisher vor allem im Android-Segment waren, aber auch das iPad oder die verschiedenen iPads laufen ja auch auf der ARM-Prozessor-Architektur. Und da hat jetzt eben Microsoft eine spezielle Windows-Variante gemacht, die ihr da schon seht. Mit dem bekannten Metro-Design. Ich weiß, es heißt nicht mehr Metro-Design, aber ich sage dem halt trotzdem noch so. Und natürlich auch ein paar anderen Features. Und ich werde euch das jetzt in diesem Video ausführlich zeigen, was dieses Ding kann. Einerseits natürlich das Tablet selber, aber andererseits vor allem auch diese Windows-Version, welche hier drauf läuft. Und ich kann euch gleich vorweg sagen, auch so ein bisschen als Teaser quasi, das Ding hat mich echt beeindruckt. Das ist ein Tablet, das extrem viele Features hat, das sehr, sehr viel kann. Man merkt auch, Microsoft hat sich sehr viele Gedanken gemacht bei Windows 8, wie man das denn auf einem Tablet laufen lassen könnte. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, zuerst vielleicht mal von außen. Ich habe hier das Touch-Cover, so nennt sich das. Ich nehme das mal ab, damit wir uns das Tablet einfach so anschauen können. Das wollen wir jetzt mal einfach weglassen. So. Also, ihr seht hier ein Tablet, das ist ein klassisches 16:9 Tablet, ein bisschen ungewohnte Größe. Normalerweise sind ja die Tablets 16:10 oder sogar 4:3, wie das iPad noch ist vom Formfaktor her. Wir haben, das ganze Ding ist aus Magnesium, ist also kein Plastik, ein vaporisiertes Magnesium, da ist Microsoft ganz stolz drauf und das ist sehr, sehr wertig. Man muss wirklich sagen, das ist... Ich habe außer vielleicht dem iPad noch nie ein Tablet in der Hand gehabt, das so wertig verarbeitet daherkommt wie dieses Teil hier. Ist also absolut klasse verarbeitet, nichts knatscht, es ist sehr, sehr stabil. Gorilla Glas natürlich auch. Wiegt 670 Gramm in der 32 GB Variante, die ich hier habe. Das ist nicht allzu viel, beziehungsweise wenn wir zum Beispiel mal vergleichen mit dem iPad, das habe ich hier, das iPad 2, das iPad 3, sorry, mit Retina Display, das hier wiegt 650 Gramm, ist also fast gleich schwer. Okay, einziger Unterschied, das hier hat noch 3G drin, das ist die 3G-Variante, die hier noch LTE hat, welches ja in Europa leider nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Und das hier, das Tablet von Microsoft, das gibt es nur als WLAN-Variante. Wenn wir das mal so aufeinander halten, dann werdet ihr feststellen, dass das iPad ein bisschen breiter ist, aber ein bisschen höher ist, aber weniger breit. Wenn ihr das jetzt so nebeneinander, dann seht ihr das hier so. Weil es natürlich auch einen anderen Formfaktor hat. Das ist halt 4:3 hier, das iPad. Und das ist eben, wie gesagt, 16:9. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen massig. Aber ich kann euch sagen, es liegt ganz hervorragend in der Hand. Man kann es super so halten. Ist ganz klar ein Tablet, welches man eher weniger in diesem im Portrait-Mode bedient. Das macht nicht so viel Sinn. Aber so ist es eigentlich ganz klasse. Wenn wir vielleicht mal schauen, was wir da haben. Wir haben hier auf der einen Seite, auf der linken Seite haben wir einen Lautsprecher, wir haben einen Headphone-Jack, wir haben die Wippe für Lautstärke. Dann haben wir, das ist ja ein ganz tolles Feature, das Microsoft auch entsprechend bewirbt, wir haben hier diesen Stand. Ihr seht das, dieser eingebaute, damit das Ding dann auch einfach so schön steht. Ist sehr klasse, ist super gut verarbeitet. Ihr hört dieses Klappen, das ist ja Microsoft auch in der Werbung, das soll quasi so ein bisschen zeigen, hey cool, jetzt klappe ich das zusammen und laufe dann damit weg. Das ist da eingebaut. Man kann leider den Winkel nicht verstellen. Das ist ein bisschen schade, weil der Winkel hier manchmal, ihr werdet es dann sehen, mit dem Type-Touch-Cover geht es ganz gut, aber zum Videoschauen ist es manchmal nicht optimal. Das ist so ein bisschen schade, dass man das nicht machen kann. Wir haben hier unten einen magnetischen Anschluss, ich halte mal ein bisschen die Kamera so, für eben die entsprechenden Covers, da kommen wir ja noch dazu. Auf der Seite geht es gleich weiter mit dem magnetischen Anschluss, das ist dieses Ding hier und der ist für das Ladegerät. Das Ladegerät ist so ganz ähnlich wie der MagSafe Adapter, den Apple bei seinen MacBooks und MacBook Pros und MacBook Airs benutzt.
Er wird magnetisch festgehalten, funktioniert soweit eigentlich ganz gut, ist ein bisschen schwach, das heißt, man muss ihn nur einmal anpusten und er fällt schon raus, ist ein bisschen schade. Aber anyway, man zieht jedenfalls das Laptop nicht runter oder das Tablet, wenn man übers Kabel stolpert. Hier haben wir USB 2, hier haben wir Micro HDMI und nochmal ein Lautsprecher. Also wir haben Stereo-Lautsprecher und oben haben wir zwei Mikrofone und auf der Seite hier ist der On-Off-Switch. Das ist es eigentlich schon. Und wir haben es sehr gut versteckt, wenn ich diesen Ding hier öffne, dann seht ihr hier unten, ich muss eben selber mal kurz gucken, wo ist es denn auf der Seite? Ich halte es da mal ein bisschen. So, jetzt seht ihr es da. Also hier haben wir noch einen Micro SD-Karten-Slot. Da können wir also noch den Speicher erweitern. So. Und dann das Spezielle dran ist natürlich ganz klar. Wir haben ja beim iPad gibt es ja das auch. Das kennt ihr. Das ist das bekannte Klick. Und dann ist das hier magnetisch dran. Dieses Cover. Sowas ähnliches, um nicht zu sagen, sowas ziemlich genau gleiches, hat auch Microsoft sich ausgedacht. Das ist zum Beispiel hier. Das hier ist das sogenannte Touch Cover. Und das Touch Cover, das kann man da unten so dran switchen. Klack, ihr hört, das funktioniert perfekt. Dann klappe ich es zu und dann habe ich hier einen schönen Schutz drum, der auch wirklich gut hält. Aber vor allem habe ich klappe jetzt das wieder aus, ich stelle das hier hin, ich mache das hier runter, flop, Hokus Pokus und dann. Hier, we are, habe ich eigentlich schon fast einen Notebook. Ihr werdet das jetzt dann gleich sehen. So, ich logge mich mal ein, beziehungsweise ich habe mich erst gerade eingeloggt und jetzt sind wir da. Dieses Touchcover funktioniert ganz hervorragend gut. Also da ist wirklich die Tastatur eingebaut. Man hat natürlich kein haptisches Feedback, aber das funktioniert eigentlich wirklich gut. Es gibt noch ein zweites, das nennt sich dann Typecover, wo man hier echte Tasten drin hat. Das heißt, normale Tastatur, so eine Netbook-Tastatur von der Größe her, ist auch ganz klasse, habe ich aber nicht bestellt mit. Ich habe mein Gerät übrigens direkt in den USA bei Microsoft bestellt, weil wir Schweizer gehen ja mal wieder leer aus. Microsoft hat sich bis jetzt nicht dazu geäußert, wann und ob dieses Surface-Tablet überhaupt in die Schweiz kommt. In Deutschland kann man es ja zum Glück schon kaufen, aber ich habe es mir direkt in den USA besorgt, ist vor wenigen Tagen bei mir angekommen. Wie gesagt, 32 GB Variante mit eben diesem Touch-Cover dazu. Und dann kann ich euch gleich mal zeigen, was wir denn hier überhaupt drin haben. Ich komme dann dazu zum Desktop-Mode, den wir ja hier noch haben. Ihr werdet dann sehen, das Ganze ist ja ziemlich Windows-like. So, jetzt gehe ich mal hier auf Properties. Mit meinen Wurstfingern treffe ich es natürlich noch nicht unbedingt. So, jetzt geht das hier auf. Jetzt hat man eben, wenn ihr da seht, ich habe ja hier unten ein Touchpad drin und dann kann ich es natürlich bedienen, wie eigentlich bei einem Notebook und kann mir eben dann entsprechend das hier größer ziehen. So, wenn jetzt das hier noch. So, also schauen wir mal an, was da drin ist. Ich klappe das mal nach hinten. Schaut euch das mal an. So, also ihr seht, wir haben eine Nvidia Tegra 3. Quad-Core CPU mit 1,3 GHz getaktet, 2 GB RAM, dann eben wie gesagt das Windows RT drauf und dann haben wir noch 32 GB Festspeicher sozusagen als Festplatte, als SSD-Speicher drin. Also ihr seht, das sieht doch schon mal sehr wie Windows aus. Es ist übrigens nicht so, dass bei Windows RT der Desktop fehlt. Das stimmt nicht. Der Desktop ist da. Es gibt auch viele Dinge, die man bei Windows mit dem Desktop nach wie vor machen kann oder machen muss. Ich mache das jetzt hier mit dem, meine Wurstfinger da nicht so. So, ihr seht hier, habe ich mein Laufwerk C eigentlich, mein Windows Drive, da ist mein Windows drauf und den freien Speicherplatz. Das sind im Moment noch 15 GB. Also das ist Windows at its best und dann kann ich natürlich zurückswitchen und komme dann, wenn ich die Windows-Taste drücke, die ist auch hier beim Tablet selber drauf, dann komme ich dann eben in dieses Metro-Design, wo man das Ganze dann quasi bedienen kann via Touch. So, also, was ist der Unterschied zwischen Windows RT und Windows 8? Windows RT ist insofern, eben es läuft auf ARM-Prozessoren, das heißt auf einer anderen Hardware-Plattform und dann kann man nur Apps installieren aus dem Microsoft Windows Store, also aus diesem neuen Store, den ja Microsoft zusammen mit Windows 8 gelauncht hat. Man kann nur daraus Sachen installieren, das heißt all die Programme, die ihr für Windows 7, für Windows Vista oder sogar noch für Windows XP habt, die laufen da drauf nicht. Wer das möchte, der müsste dann auf das Windows, auf das Surface Professional, Surface Pro warten, welches irgendwann im Januar, Februar rauskommen wird. Und dieses Tablet von Microsoft, das wird dann
ein Intel Core i5 haben und damit auch alle normalen Programme lauffähig haben, mit einem normalen Windows 8 drauf. Für mich im Moment nicht so spannend, weil es ist, wie gesagt, ich finde, es ist ein Tablet und da brauche ich nicht unbedingt die gleichen Apps drauf, weil ihr werdet es nachher noch sehen. Wir haben dann da zum Beispiel, ich zeige euch das schon mal. So, wir haben ja dann hier beim Windows RT haben wir das Office schon da drauf, also das Office-Paket. Ich zoome mal noch ein bisschen auf den Bildschirm, sorry, damit ihr das noch ein bisschen besser sehen könnt. So, jetzt habe ich ihn da gleich im Fokus. So, also wir haben da Office 2013 drauf, schon vorinstalliert, die Home and Student Edition. Das heißt Word, Excel, PowerPoint und OneNote. Und das sind eigentlich Softwarepakete, welche ihr seht, das switcht das zurück in den Desktop und dann wird das gestartet. Jetzt kann ich mir hier zum Beispiel ein neues Dokument machen. Ich mache das mal, komm, zack. So, und jetzt kann ich da drauf losschreiben. Hallo, ist jetzt ein bisschen klein, also da suche ich mir mal was anderes aus. Und ihr seht jetzt schon das kleine Problem, das ich damit habe. Wenn ich das jetzt touchmäßig bediene, dann geht das zwar, aber es ist nicht wirklich praktisch, weil nämlich die Software nur rudimentär ans Touch-Design angepasst ist. Demzufolge muss ich sagen, wenn jetzt so ein Professional, eine Surface Pro-Variante rauskommt, auf der eben ganz normale Programme laufen, auf diesem Desktop hier, auf diesem Windows-Desktop, der ja eigentlich gleich aussieht wie der Windows 7-Screen vorher, dann stellt sich mir schon die Frage, wofür brauche ich dann ein Tablet? Weil da macht dann ein Convertible oder ein klassisches Notebook mit Windows 8 meines Erachtens nach mehr Spaß und auch mehr Sinn. Hier auf so einem Surface-Tablet möchte ich eigentlich vor allem touch-optimierte Apps bedienen, welche wir hier haben auf diesem Screen. Demzufolge ja, verschmerzt mich das, ist das jetzt für mich kein Problem, dass ich darauf keine normalen Apps installieren kann. Was haben wir da überhaupt noch so drauf? Wie gesagt, der Windows Store, da waren wir vorhin mal drin. Der wird sich jetzt natürlich in nächster Zeit noch füllen. Da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Spannendes drin. Okay, Skype ist drauf. Das habe ich mir schon mal installiert. Das habe ich mir hier rüber geholt. In einer sehr schönen, touch-optimierten Version. Das ist ganz klasse. Skype gehört ja schon länger jetzt zu Microsoft. Ja, wir wollen auch Webcam und Mikrofon, lassen wir natürlich auch zu, es darf auch im Hintergrund laufen, also ihr seht, Windows fragt euch da, ob das alles darf. Hat übrigens hier vorne eine 27p Kamera drin und da hinten ist auch nochmal eine 27p Kamera drin. Das sind jetzt nicht unbedingt Kameras, mit denen man gerne Fotos machen möchte, aber die sind eigentlich ganz okay soweit. So, und ihr seht, hat sich jetzt automatisch eingeloggt. Lädt sich jetzt dann, weil es das erste Mal ist, wahrscheinlich noch das eine oder andere runter. Wenn ich da drauf gehe, gibt er mir noch ein paar Infos dazu, wie das alles läuft. Da geht dann der Internet Explorer auf. Machen wir alles später. Ist im Moment, interessiert mich das nicht. Was ich euch im Moment zeigen möchte, ist, was ist out of the box dabei? Out of the box ist dabei eine Mail-Applikation, welche übrigens quasi Outlook ersetzt. Wir haben kein Outlook drauf auf diesem Surface RT, Windows RT auf dem Surface Tablet. Aber wir haben dafür eine schöne, ja, wir haben dafür eine schöne Mail-Applikation, welche wirklich ganz hervorragend diese verschiedenen Konten zusammenpasst. Und da kann man auch verschiedene Inboxes haben und so weiter. Und das klappt wirklich sehr gut. Das ist eigentlich ganz, ganz ein hervorragendes Tool. Gefällt mir persönlich recht gut. Und dann haben wir natürlich auch, wir haben den Kalender, wir haben die Kontakte etc. Windows 8 holt sich ja das dann alles zusammen. Also ihr könnt natürlich euren Exchange-Server-Account da einbinden, den ihr zum Beispiel im Geschäft habt. Oder Office 365 oder auch sonstige. Ich zeige euch das hier mal kurz. Jetzt gehe ich darüber. Dann gehe ich hier auf Settings. Dann gehe ich auf Accounts und dann sage ich zum Beispiel Add an Account. Und dann seht ihr da, haben wir jetzt da hier Hotmail, Outlook, Exchange, Office 365 oder Outlook.com, Google und dann Other Accounts, das sind klassische IMAP-Accounts, AOL, Yahoo. Also ihr könnt da eigentlich eure E-Mail-Konten einfach einbinden in diesem Programm hier. Das funktioniert ganz gut und desgleichen werden dann auch die Kontakte und die Kalender eingebunden. Ich arbeite bei mir mit einer Microsoft Exchange-Umgebung, wenn es um die Arbeit geht. Und sonst habe ich alles auf Gmail bzw. Google Apps. Und das funktioniert ganz klasse, die hier einzubinden, ist überhaupt kein Problem. Geht auch klasse. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben natürlich den Internet Explorer und zwar gleich in zwei Varianten. Wir haben ihn auf der einen Seite hier. Und das ist jetzt der Touch-Optimized Internet Explorer. Ich kann da oben runterfahren.
So ein bisschen. So, und da seht ihr hier die verschiedenen Tabs. Habe ich ja schon was aufgemacht, zum Beispiel den Spiegel.de-Tab. Dann lädt er mir die Spiegel.de-Seite. So, die ist ja immer relativ fett. Also ihr seht, das klappt eigentlich ganz gut. Und man kann natürlich Pinch to Zoom at its best. Ihr seht, das geht hervorragend hier. Zack, zack. Also das funktioniert wunderbar. Ihr könnt natürlich auch Videos gucken und so weiter. Das zeige ich euch nachher. Aber ihr müsst wissen, diese Version des Internet Explorers, Internet Explorer 10, ich gehe mal auf meine Eifrig.ch-Seite, diese Version kommt ohne Plugins und ohne Extensions. Also das heißt, das ist einfach das, was es out of the box kann. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel Safari auf dem iPad. Da könnt ihr nichts zusätzlich drauf installieren. Aber ihr habt noch eine zweite Version. Nämlich, wenn ihr hier auf Desktop klickt, komm, dann haben wir hier das Word noch offen. Okay, und dann habt ihr hier auf der Seite, ihr seht das hier, Minimize, also Windows M, das geht natürlich immer noch. Das ist ja der klassische Desktop hier. Und da habt ihr auch noch einen Internet Explorer. Und dieser Internet Explorer hier ist quasi die Desktop-Variante. Und ihr seht das schon mal vom Design her. Sieht jetzt nicht extrem touch-based aus. Und da könnt ihr dann entsprechend, da könnt ihr Plugins installieren. Da drauf läuft Flash und so weiter und so weiter. Also das ist eigentlich der Standard Internet Explorer 10, wie wir ihn aus Windows 8 kennen. Und das andere, das war eben der Internet Explorer 10 im Metro-Design, also eigentlich in der Touch-optimierten Version. Ihr seht das schon mal nur daran, dass man eben hier, wenn man noch von oben nach unten scrollt, dass man da quasi dann noch eine zusätzliche Leiste einblenden kann. Oder von unten nach oben geht natürlich auch. Von der Seite hier, wenn man rechts rein scrollt, da habt ihr immer die Settings, die sind pro App, lässt sich dann da verschiedene Dinge einstellen. Das ist Windows 8 Style. Seht ihr, da könnt ihr hier Browser Location etc. etc. Ihr könnt den Zoom-Level einstellen, wie ihr das gerne machen soll, damit ihr da seht, wie viele da, Flip Ahead und so weiter, Encodings etc. könnt ihr da machen oder eben dann wieder weg. Und ihr könnt auf dieser Seite hier jetzt noch den Desktop reinziehen. Ich zeige euch das mal so. Und jetzt haben wir da zum Beispiel, können wir nämlich beides gleichzeitig anzeigen. Also jetzt habe ich hier auf der Seite den Internet Explorer im Desktop-Mode und auf der rechten Seite hier habe ich den Internet Explorer im, in der Metro-Variante. Also ihr seht, oder zum Beispiel Word, ich kann mir hier das Word anzeigen lassen und hier gleichzeitig rumsurfen. Ist ein bisschen klein, aber so zum Beispiel könnt ihr was machen. Und dann könnt ihr da so hin und her switchen. Also ihr seht, das sind so ein paar ganz coole Features von Windows 8, wo ihr euch den Desktop eigentlich so ein bisschen belegen könnt, beziehungsweise was ihr da drauf seht, könnt ihr euch verschiedene Sachen einblenden. Ihr könnt übrigens auch auf dem Desktop selber das Gleiche machen. Seht ihr, da habt ihr das jetzt hier auch noch so. Dann mache ich das mal zu. Ich mache das Word mal zu, don't save, will ich nicht speichern, okay, raus. Und jetzt könnt ihr da zum Beispiel, wir haben ja vorhin, hatten wir noch diesen hier, das könnt ihr natürlich genau gleich, wie ihr das bei Windows machen könnt. Ihr nehmt das hier einfach und dann schiebt es darüber, lasst es los, dann wird es hier hingelegt. Und jetzt das gleiche hier, so, zack. Und jetzt haben wir da zum Beispiel auf der rechten Seite den Windows Explorer und auf der linken Seite haben wir den Internet Explorer, wo ihr da ein bisschen im Internet, keine Ahnung, warum er auf Sony geht. Er speichert sich natürlich alles, was vorher war. Wir gehen wieder auf eifrig.ch, logischerweise. So, Enter. Und dann wird die Seite geladen. Also ihr seht, ihr könnt da mit mehreren Fenstern arbeiten. Multitasking funktioniert natürlich hervorragend. Ist eben ein Windows da drauf. Nicht irgendeine abgespeckte, verkrüppelte Version, sondern eigentlich ein völlig normales Windows 8 mit ein paar kleinen Einschränkungen. Aber also Multitasking funktioniert ganz klasse. Und ich habe es wirklich getestet auf diesem Ding hier, der Tegra 3 Nvidia Chip, der ist schnell, der hat genug Power, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, das funktioniert eigentlich ganz klasse, mehrere Programme offen zu halten, eben es kann auch noch ein Excel sein da im Hintergrund, das da zum Beispiel noch läuft, ein bisschen Number Crunching machen, starten wir mal noch, so, da seht ihr, habt ihr Excel, das sieht genauso aus, wie Excel eben aussieht, weil es ist nämlich einfach ein normales Excel, die 2013er Version, die ja dieser Tage im Final ist, das heißt, die ist jetzt fertig. Die kann man als MSDN-Abonnent bereits runterladen. TechNet kommt jetzt dann und in die Öffentlichkeit wird das, glaube ich, Ende November entlassen, dass man sich das neueste Office-Paket schon runterladen bzw. kaufen kann. Das ist hier eben schon drauf, gehört hier quasi dazu. Also ihr seht, ihr habt eigentlich diese zwei Modi, auf der einen Seite den klassischen Desktop-Mode, den ihr auch immer noch braucht. Es gibt immer wieder Dinge, die ihr dann hier auf diesen Desktop-Mode machen müsst.
die nicht in der Metro, im Metro-Design gehen. Und es ist natürlich ein ähnliches Problem, wie wir es haben bei Windows 8 auf dem Desktop, dass man halt hin und her switchen muss. Also ich sag mal, auf dem Laptop möchte ich eigentlich nur hier arbeiten. Alles andere interessiert mich nicht wirklich. Der klassische Desktop, der ist nicht wirklich touch-optimiert, wenn man Wurstfinger hat wie ich, also sprich, wenn man älter ist als 10 Jahre, dann ist es schon nicht mehr so praktisch, diese kleinen, fiegeligen Dinge hier zu treffen oder da irgendwie rechte Maustaste zu machen und solches Zeug. Das ist alles nicht so praktisch. Es ist schon touch-optimiert. Also gewisse Dinge sind einfacher, aber da ist eben dann der klassische Mauspointer immer noch besser, den man mit diesem Cover ja zusammen haben kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen Licht reinlassen, weil sonst sehen wir nämlich fast gar nichts. Ja, jetzt blendet es ein bisschen da von hinten. So, machen wir das irgendwie so, da ist es ein bisschen heller, sonst ist da ein bisschen gar dunkel. Also, wie gesagt, ich würde hier eigentlich lieber mit dem Touchscreen arbeiten, the whole day, und weniger unbedingt mit dem Desktop. Und beim Laptop geht es mir ein bisschen umgekehrt. Da brauche ich vor allem einen Desktop, weil ja dort die normalen Programme drauflaufen und es noch nicht so wahnsinnig viele Metro-Apps gibt, beziehungsweise Windows Store-Apps. Also ihr seht, das ist so ein bisschen, man ist ständig hin und her, man switcht ein bisschen hin und her, das ist so ein bisschen unschön. Aber ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wird sich wahrscheinlich auch relativ schnell dann geben, weil sobald es eben mehr Apps gibt, die hier für dieses Touch-Design optimiert sind, desto weniger brauche ich den Desktop und irgendwann werde ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Also auch hier, das ist nicht so ein Problem. Ja, was haben wir sonst noch? Ich habe natürlich schon ein paar Apps installiert, zum Beispiel MetroTwit kann ich euch sehr empfehlen, generell ein super Windows 8 Twitter-Client. Ihr wisst ja, ich bin ja ein wütender Twitterer. Ich twittere den ganzen Tag und liebe das eigentlich. Ist meine Number One Informationsdienst eigentlich, der mir alle die Informationen gibt, die ich brauche. Und ich schreibe selber ab und zu auch da drauf was. Und das ist, bis jetzt bin ich wirklich jemand, der eigentlich vor allem mit iOS ja arbeitet. Dort Tweetbot. Ich bin ein großer Tweetbot-Fan und auf Mac natürlich auch. Tweetbot gibt es ja seit kurzem. Aber das Metro-Tweet, das ist eigentlich auch ganz klasse. Also da sieht man auch Timeline-Mentions, Direct-Messages, Favorites und so weiter. Könnt ihr euch da anzeigen lassen. Das ist eigentlich ganz, ganz klasse. Funktioniert auch sehr gut. Könnt auch die Werbung deaktivieren. Da kostet ein bisschen was. Ja, das läuft sauber. Übrigens, wenn man so eine App schließen möchte, ich mache das nochmal, Metro-Tweet, die läuft natürlich im Hintergrund weiter. Wenn ich jetzt diese App, diese Metro-Style oder Windows-Store-Apps, wie sie ja offiziell heißen, wenn ich die schließe, dann mache ich einfach so. Von oben nach unten, dann ist es geschlossen. Das heißt, wenn ich es jetzt wieder aufmache, dann wieder neu starten. Seht ihr? Jetzt geht es ein bisschen länger, weil er nämlich neu startet wieder. Also die ist jetzt wirklich, die wurde so geschlossen. Das ist die Geste von oben nach unten. Und das finde ich echt cool bei Windows 8. Es gibt diverse solche Gesten. Ihr müsst mal im Internet ein bisschen suchen. Ja, da gibt es ganz viele so Gesten. Die machen natürlich auf dem klassischen Desktop noch bisher nicht viel Sinn, aber ebenso auf einem Tablet macht das dann plötzlich absolut Sinn, dass man sich hier von rechts was reinholen kann, dass man hier von links zum Beispiel eben diese Fenster sich anordnen kann, zum Beispiel aus dem Desktop raus, dass man von unten nach oben sich noch diese Apps da bearbeiten kann, was man da angezeigt haben möchte. Ich zeige euch das mal, ich klicke da drauf. Dann kann man jetzt hier zum Beispiel so und dann von unten nach oben, dann kann man zum Beispiel All Apps, dann zeigt er mir mal alle Apps, die ich habe an, nicht nur die, die ich da hingepabbelt habe auf diesen Screen. Also das ist ja das neue Startmenü, das Teil hier. Und da könnt ihr euch ja selber belegen, was ihr da drauf haben möchtet, wie groß auch, ob so breit oder eben nur klein. Und die werden ja dann auch automatisch aktualisiert, zum Beispiel hier die Fotos. Das sind ja Fotos, die ich irgendwo in einem sozialen Netzwerk gepusht habe oder die meine Freunde zum Beispiel geholt haben. Ihr seht das hier auf SkyDrive, Pictures Library, meine eigene, auf Facebook. Das sind die anderen PCs, die ich habe. BRNW13 ist mein Arbeits-PC, den ich inzwischen auf Windows 8 gemigriert habe. Schauen wir uns noch ein anderer, Flickr-Fotos und so weiter. Also das zeigt euch ja alles an. Und das wird ja eben entsprechend dann hier immer aktualisiert und switcht so durch. Das kann man bei all diesen Teils machen. Dass das hier meine Freunde, da seht ihr zum Beispiel, was passiert überhaupt mit meinen Kontakten. Wenn ich da drauf gehe, macht er mir meine Kontakt-App auf. Und das ist dann so eine Universal-Kontakt-App. Das heißt, wenn ich da jetzt mal rüber gehe, mal gucken im Social hier, wenn ich auf dieses Social-Element gehe, dann zeigt er mir an, was denn eigentlich so auf Twitter und Facebook, wenn ich die Konten hier verlinkt habe,
was da im Moment so passiert. Das heißt, ich brauche gar nicht unbedingt eine Twitter- oder Facebook-App, sondern ich kann das eigentlich auch hier. Ich mache jetzt wieder zu. Also das ist ja das Gleiche übrigens, das wir auch bei Windows Phone 8 haben. Ich habe hier ein HTC 8X. Das ist das aktuellste, neueste, erste Windows Phone 8 Smartphone. Und ja, wenn ich das so nebeneinander halte, da wird euch auffallen, das sieht relativ ähnlich aus, weil erstens alles synchronisiert wird über meinen Windows-Account, meinen Microsoft-Account, der ja früher Live-Account hieß. Und auf der anderen Seite auch über SkyDrive, also meine Bilder und auch meine Daten, wenn ich das möchte, werden über SkyDrive, welches Microsoft ja als Consumer Cloud tituliert im Moment, werden über SkyDrive dann quasi synchronisiert. Und das ist super praktisch, wenn man eben mehrere solche Geräte hat. Ich werde übrigens diese Woche noch ein Video produzieren, wo ich euch Windows 8 RT hier auf dem Tablet, Windows Phone 8 auf dem Smartphone und dann klassisch Windows 8 auf dem Laptop zeige, also auf dem Desktop-PC, damit ihr da seht, so ein bisschen, was ist gleich, was sind die Unterschiede, wie werden eben die Daten synchronisiert untereinander, wie praktisch ist es eben, wenn ich quasi das hier alles immer auf dem gleichen Screen habe. Und ja, da mache ich dann noch ein spezielles Video dafür, wo ihr das dann vergleichen könnt. Quasi das Windows 8 Ökosystem. Microsoft gibt sich ja wahnsinnig Mühe und will das im Moment auch pushen, dass man eben Windows 8 auf dem Desktop hat, Windows 8 RT zum Beispiel auf dem Tablet und Windows Phone 8 auf dem Smartphone. Und dann hat man quasi diese neue Metro Experience. Man verzeiht mir, dass ich immer noch Metro sage. Wie gesagt, ich werde mir das nicht mehr abgewöhnen. Das war ein cooler Name. Und wenn Microsoft dem heute anders sagt, dann ist es ihr Problem. Aber ich kann mir das nicht merken. Also für mich ist immer noch Metro Design dieses Clicky-Bunti, all diese Kacheln hier. Dann, dass eben dieses Design quasi durchgängig über alle Geräte gezogen wird und dann auch überall gleich bedient wird und ich auch überall die gleichen Daten zur Verfügung habe. Das ist schon ganz cool, muss man ganz klar sagen. Ist auch für mich was vom Faszinierenden an diesem Surface-Tablet hier, dass man eben halt gleich arbeiten kann, wie man das jetzt neuerdings ja auch sonst macht. Okay, also ich wollte euch eigentlich noch was anderes zeigen da. Ja, das switchen wir zurück hier. All Apps. Jetzt habe ich den Kindle aufgemacht. So, hier. All Apps, zack. Ihr seht, das reagiert alles super schnell. Also das ist wirklich immer jederzeit sehr responsive. Da habt ihr eigentlich nie ein Problem. Hier haben wir die Office-Geschichten. Und dann hier haben wir noch natürlich Windows Remote Desktop. Gibt es auch. Es gibt auch den Command Prompt, klassisch. So, können wir mal machen. IP-Config, so zum Beispiel, nur mal so ein bisschen zum Spielen und zum Zeigen. Paff, das funktioniert. Also ihr seht, ihr habt hier Windows drauf. Ihr seht hier, mein WLAN, was ich mir eine IP-Adresse gegeben hat und so weiter. Also das ist eigentlich ja nichts anderes als das Windows auch. Und das ist auch das Spannende dran, sage ich mal, weil man halt hier wirklich auch so arbeiten kann und halt hier entsprechend auch zum Beispiel, wenn ich jetzt, holen wir uns mal den Remote Desktop. So könnte ich jetzt natürlich auf einen anderen PC, wenn der auch Windows ist, drauf connecten und so weiter. Also ihr habt schon jede Menge Möglichkeiten mit diesem Tablet hier, weil es eben ein Windows ist, das drauf läuft. Was könnt ihr sonst noch tun? Ja, wir haben natürlich die Maps-Applikation, das ist die Bing Maps. Ihr könntet auch Google Maps brauchen, einfach im Browser, klar, das geht auch. Aber die Bing Maps selber ist auch eigentlich ganz klasse, funktioniert gut. So, zack, Hokus Pokus, jetzt hat er sich eigentlich hier gleich rausgesucht, wo ich denn bin. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das jetzt hier an, ihr könnt zum Beispiel Traffic anzeigen lassen, das ist cool. Ich habe hier eine Autobahn in der Nähe, da sehe ich gleich, okay, wie sieht es da mit Traffic aus? Ihr könnt den Map-Style wählen, zum Beispiel mit der Aerial View. Und dann, wenn ich da jetzt runter zoome, dann seht ihr, wo ich wohne. Hallihallo, zack. Und ihr seht, das sind eigentlich ist klasse Aufnahmen. Das ist wirklich, Microsoft ist da inzwischen auf dem Level von Google eigentlich mehr oder weniger. Jedenfalls da, wo ich wohne und wo ich es jetzt getestet habe. Funktioniert das gut? Funktioniert besser als die Apple Maps? Klarer Fall. Aber ja, mal schauen, die werden vielleicht auch noch besser. Also, ihr habt da Bing Maps drauf. Ihr habt natürlich euer SkyDrive. Das kommt einfach mit. Ihr kriegt auch SkyDrive Space, wenn ihr euch da anmeldet, drauf. Ja, ihr seht, ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viel da drauf. Ich brauche SkyDrive bisher noch nicht wirklich intensiv. Ich habe das meiste auf Dropbox. Ja, da können wir mal gucken. Gibt es eigentlich eine Dropbox-App hier drauf oder muss ich das alles im Browser machen? So, und dann machen wir mal hier Search. Das ist übrigens ein Thema, wenn mir da jemand von euch helfen möchte, wenn das jemand weiß, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd,
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, im Windows Store zu suchen. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, ich bin einfach zu dämlich. Also bitte hackt das in die Kommentare, helft dem Eifrig und sagt mir, wie ich hier drin suchen kann. Es gibt schon viele, viele Apps, aber ich habe einfach noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich da drin suchen kann, weil wenn ich nämlich Windows F mache, die Standardsuche, dann komme ich auf meine Standardsuche eben. Sprich, ich suche mein lokales Zeugs hier zusammen. Wenn ich jetzt auf Apps gehe und hier auf Dropbox, dann findet er mir nämlich nichts, weil ich habe ja keine Dropbox drauf, seht ihr? Also das hilft mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wenn ich dann zurückswitche in den Store, dann habe ich einfach hier noch nicht, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich effektiv zu blöd. Von oben runter, Your Apps, zeig mir meine Apps an. Okay, klar, da seht ihr auch, ob irgendwelche Updates vorliegen und dergleichen. Ja, aber er zeigt mir nicht an, installed on this PC. Das ist klasse, ja, schöne Sache. Aber ihr seht jetzt auch, was ich schon runtergeladen habe. Das ist natürlich ganz cool. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe da mal schon am Anfang was runtergeladen. Zum Beispiel Google Maps, Gmaps kann ich jetzt installieren. Da gehe ich hier auf Install, dann wird das nochmal runtergeladen. Weil ich habe ja Windows 8 bei mir schon seit der ersten Beta drauf und habe da natürlich auch schon mit dem Store ein bisschen rumgespielt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde hier drin gern suchen und habe das nicht rausgefunden. Bin effektiv, schlicht und ergreifend zu blöd. Es ist merkwürdig, aber es ist so. Ich kann das irgendwie, krieg das nicht hin. Also eigentlich wollte ich Dropbox suchen, ob es denn da eine Dropbox-App gibt, aber das habe ich irgendwie nicht geschafft. Okay. Liegt eher an mir als am System. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Store nicht durchsuchbar wäre. Gut, also Desktop Mode haben wir schon ein bisschen angeschaut. Da ist letztendlich laufen gewisse Apps drauf. Wie gesagt, auf dem Windows RT kann ich jetzt keine Standard Windows 7 Apps drauf installieren. Das geht natürlich nicht. Aber trotzdem ist er da und wird natürlich auch gebraucht, unter anderem eben auch für die Office Suite, weil nämlich das Office, das 2013er, auch in diesem Desktop-Mode läuft und ihr habt da den richtigen Internet Explorer mit Plugins und dergleichen, wenn ihr das haben möchtet. Also das ist dann quasi Standard-Stuff. Hier, das könnt ihr euch frei belegen und wählen, wie ihr das haben möchtet. Ihr seht, ich habe Maskitch noch installiert für Screenshots. Den IM Plus finde ich ein super Messenger eigentlich, der alle wichtigen Formate unterstützt, alle wichtigen Dienste. Den gibt es natürlich auch, ihr seht hier. Gibt es natürlich auch inzwischen für Windows 8, Skype, Yahoo, ICQ, Google, AOL, Windows, Chat und Facebook. Also da hat man eigentlich alles, was man so braucht. Und dann habe ich mir noch installiert, eben jetzt vorhin gerade Google Maps. Das ist eine Maps-Version für Windows 8. Ich nehme mal an, dass die hier auch läuft. Mal gucken. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Testen wir doch gleich mal. Zack. So, und jetzt wäre es vielleicht noch gut, wenn er mal meinen Standort noch herausfinden würde. Das fände ich jetzt noch sneaky. Pinch to Zoom. Ja, das geht so einigermaßen. Ist jetzt noch nicht super switch, super kniffig da. Vielleicht muss ich einfach doppelklicken drauf kommen. Aha, ja, es hat hier große Plus-Button, kann man natürlich auch machen. Als Apple-User bin ich mir natürlich Pinch to Zoom gewöhnt, aber ich kann auch einfach rein. So, und jetzt, wenn ich zum Beispiel sagen will, Zürich, schicke Stadt, wie sieht denn das aus? Kann ich mir jetzt da oben natürlich noch ein bisschen reinfahren. Winterthur geht sicher auch. So, und jetzt hole ich mir hier oben das Männchen vom. So, und setze das mal irgendwo hier rein. Dann lädt er mir eigentlich nämlich Street View. Ha, here we are. Das ist natürlich cool, Street View, klar, ohne Frage. Street View ist eine super Sache, die fehlt mir eigentlich auf jedem Gerät, wo es nicht drauf ist. Drum kann man es ja zum Glück installieren. Also ihr seht, da passiert einiges, das geht. Gehen wir wieder raus. Also, grundsätzlich, ich kann das zuklappen. Zack, und jetzt habe ich eigentlich ein 670 Gramm schweres kleines Tablet, gut geschützt, welches, ja, welches Windows-Programme ausführt und eben sehr powerful ist. Also ich muss wirklich sagen, nach 2, 3 Tagen Rumspielerei bin ich schon das ein oder andere Mal richtig schön beeindruckt gewesen. Man gewöhnt sich an das Ökosystem vom iPad, man gewöhnt sich aber auch dran, dass es halt viele Dinge nicht machen kann, die man dann halt anders macht oder gar nicht macht oder auf dem Laptop macht. Und dieses Tablet hier, muss ich ganz klar sagen, ich habe es jetzt noch keine Woche, ich habe es erst 4 Tage, aber das hat massig Potenzial. Also das muss ich ganz klar sagen, ist im Moment das Tablet, was mich am meisten beeindruckt.
ist dieses Tablet, welches mich mehr beeindruckt als all die Android-Tablets, welche ich fast im Wochenrhythmus bei mir auf den Tisch kriege zum Testen. Schon lange hat mich kein Tablet mehr so fasziniert wie dieses Tablet hier. Hängt natürlich auch an Windows 8, welches seinen wahren Power eigentlich erst auf einer Tablet-Oberfläche oder mindestens mit einem Touchscreen auszuspielen vermag. Ich werde wegen dessen nicht gleich mein iPad in die Tonne schmeißen, klarer Fall. Das iPad, das Ökosystem des Apple iPad ist unerreicht. Also es gibt nirgends so viele Apps wie eben hier. Aber ich muss schon sagen, das Ding hier hat auch Potenzial. Also wenn da noch mehr Apps kommen, wenn eben alle meine bekannten Apps, die ich so gerne mag, wie zum Beispiel Dropbox, wie zum Beispiel Sonos, wie zum Beispiel Spotify und so weiter, wenn die dann alle hier mal noch drauf sind, dann kann ich das Ding wirklich dann jeden Tag auch brauchen. Und wenn sie dann auch noch hier drauf kommen und vielleicht auch noch schön synchronisieren dazwischen, zwischen diesen beiden Gerätekategorien, ja, dann wird es richtig spannend. Also ihr seht, der Eifrig, der fühlt sich auch auf Windows wohl, vor allem wenn es in diesem schicken neuen Design daherkommt und mit so einem coolen Tablet mit dieser klasse Hardware, dann macht mir das richtig Spaß. Ich werde das in nächster Zeit testen, ich werde dann noch euch auf eifrig.ch natürlich drüber informieren, was ich rausgefunden habe. Meldet euch doch auch, wenn ihr was rausfindet oder wenn ihr wollt, dass ich was für euch teste. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, hey, was kann man das und das machen, geht diese App drauf. Einfach kurz melden, entweder hier im YouTube oder noch lieber auf eifrig.ch oder via Twitter oder via Facebook oder via Google+, wie auch immer. Ich bin überall für euch da. Ja, das war mal so ein kurzes erstes Hands-on des Microsoft Surface Tablets mit Windows RT. Das ist auch Jean-Claude für eifrig.ch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.